Herzlich willkommen zurück bei Summoners in Live. Wir präsentieren für euch die LEC im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Kalle, neben mir stehen Don Arz und Eis und eine Waffel und wir sind kurz vor dem letzten Spiel der achten Woche angekommen und das hat es nochmal richtig in sich, denn wir sehen jetzt Vitality gegen G2, beziehungsweise G2 gegen Vitality. G2 aktuell Spitzenreiter in der Tabelle, aber die Distanz ist nicht mehr ganz so groß. Jetzt hat man hier gestern tatsächlich sogar gegen Splice verloren und heute vielleicht sogar das erste Wochenende, wo man beide Spiele verlieren könnte. Ocelot hat gestern schon getweetet, dass sie jetzt 12-6 gehen werden. Mal sehen, was daraus wird. Aber sie sind auf jeden Fall safe, mindestens auf dem zweiten Platz. Das bedeutet, Halbfinale ist drin. Da kann man die Sache natürlich ein bisschen lockerer angehen. Aber wie anstrengend wird es jetzt hier auch gegen Vitality zu bestehen? Also ich denke, Vitality möchte diesen Win auf jeden Fall haben und wird das G2 alles andere als einfacher machen. Ich glaube auch, G2 hat ein bisschen disziplinär ein bisschen abgebaut zum Ende hin. Du hast es schon gesagt, sie haben nicht wirklich viel, was sich in den Standings für sie ändern kann. Den zweiten Platz haben sie sicher, aber ich glaube, es ist wichtig, dass sie einfach ein bisschen Dominanz zeigen und dass sie auch noch zeigen, dass sie immer noch unangefochten das beste Team in Europa sind. Mhm. Und deswegen würde ich mir wünschen, jetzt ein sehr starkes G2 zu sehen. Ja, vor allem für Vitality könnte es hier nochmal ein bisschen bergab gehen, da ja heute Origin und Splice gewonnen haben. Sind sie jetzt aktuell punktgleich auf? Das bedeutet auch, wenn Vitality heute verliert, könnte man den zweiten Platz noch abgeben und das will man ja irgendwie verhindern heute. Ist halt so ein bisschen eine blöde Situation jetzt, wie sie zustande gekommen ist. Dadurch, dass G2 halt in der letzten Zeit ein paar Games gedroppt hat und ausgerechnet gegen Splice zum Beispiel eins gedroppt hat, was halt gegen den direkten Konkurrenten halt nicht so geil ist, stehen sie jetzt halt schon irgendwo in der Bredouille, halt dieses Game holen zu müssen, wenn sie halt den zweiten Platz sichern möchten oder vielleicht so den ersten, also theoretisch ist ja noch möglich, ne? Wenn G2 jetzt wirklich alles droppen sollte und Vitality alles gewinnt, dann können sie, glaube ich, den ersten Platz immer noch holen. So, G2 hat halt bloß den zweiten Safe. Wäre natürlich interessant. Letzten Endes denke ich aber, dass G2 eins irgendwann in der letzten noch holen wird und dann ist halt eine glasklare Angelegenheit. Zur Disziplin muss ich sagen, hatte ich auch anfangs nicht das Gefühl, dass halt wirklich viel Disziplin da war bei G2. Mhm. Also sie sind, ich habe das Gefühl, sie sind halt immer noch ein Team, was halt noch keine richtigen Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Und solange sie diese Grenzen nicht gezeigt bekommen, ist, glaube ich, der Ernst der Lage für sie noch gar nicht so richtig bewusst. Ja, wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, was diese Partie zu bieten hat. G2 und Vitality, also eine Partie, die sehenswert ist und die natürlich auch hier in dieser LEC das erste historische Duell zwischen Platz 1 und Platz 2 sein wird. I think the only games we lose because we choose to lose them. I did not call to play, I came to dominate. They're just too confident, no, of a team. They're like a time bomb. Their confidence goes up, up, up until it explodes and then, oops, we lost the game. Dominate. Dominate. It's easy to say that we're like trolling right now and that once we play a series we'll be so much better, but we also have to show it, right? Perks jump straight onto the back line, maybe got a little bit too deep. No way! No way! I don't want to lose to an opponent and them just saying like, oh, we trolled. When I win, I want to just be the better team. I'm really actually happy with this week, even though the circumstances that we were put on were really tough. Snap like Thanos, turn to dust, my competition. He's pulling his best Jizuke face on! I still think that G2 is our only rival in Europe. No one can actually stop us, only G2. I feel like Kyrie, I'm so grimy, leave sliding. Besides none of my foes, next to greatness, they look tiny. Oh, yeah, 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 ay. Honestly, I don't even know if Attila is top 5 AD. I had the same setup, so then look what happened to him. Perks is playing like no brain at all. One thing that my mother used to say, God forgives, but you don't. Dominate. This victory would mean that we are rightfully at the top of the LEC. Yeah, yeah, ay, I'm finna finish my plate. Yeah, this ain't even a game, it's a dinner date. God forgives, but we don't. Eine klare Ansage hier von Attila. Also er möchte natürlich sein Team hier einmal präsentieren und Vitality auch gerade mit dem Siegesdrang hier gegen G2. Man möchte den Giganten besiegen und jetzt natürlich die große Frage, wie macht man das heute? Jizuke ist wieder mit dabei. Letzte Woche hat Seiken quasi den Einsprung gemacht, weil Jizuke krank war. Gestern sah es aber auch ganz gut aus bei Vitality. Wie geht man es heute an? Ich denke, als Vitality sollte man schauen, dass man vor allem starke Solo-Länder bekommt. Attila und Shackful of Botlane sind immer sehr fein in den meisten Matchups und ich glaube, dass Vitality's Makro-Game tatsächlich outside von der Laning Phase sehr gut ist. Das heißt, wenn sie später eine gute 1-3-1-Comp haben und das auch umsetzen können, haben sie sehr decisive Shotcalls. Also sie können wirklich dafür gehen, wenn sie
für Playskin wollen, für den Backdoor, für Nashcall, da committen sie wirklich stark und ich glaube, das müssen sie auch in ihren Fokus nehmen. Ja, welches Team kommt heute nach vorne, Eis, mit welchem Playstyle? Oh, ich würde mich halt richtig freuen, wenn wir halt in dieses 1-3-1 gehen und dann halt über einen Assassin in der Mitte, also gerade für Jisuke sind Assassins ja auch kein unbeschriebenes Blatt, und dass dann halt Caps nochmal eine Ladung bekommt. Also einfach nur, um zu sehen, wie wird G2 performen, wenn sie jetzt an ihre Grenzen gebracht werden. Weil es ist noch immer so viel Luft nach oben. Ne, sie sagen ja selber auch, sie choken halt super viel, sie trollen halt in den Games und sie wissen auch selber, sie können da noch mehr geben. Es wäre natürlich geil, wenn wir jetzt halt einfach so eine europäische Meta, so europäische Teams bekommen, die halt weltweit dann auch für Stunk sorgen können. Ja, wir sind natürlich gespannt. Jedes Spiel zählt. Wir gehen mit großen Schritten auf die Playoffs zu. Vitality möchte den ersten Platz bekommen. G2 möchte ihn halten. Das ist die letzte Pick-and-Bun-Phase der Woche 8. Hier Karthus gebannt von Vitality Seite gegen Jankos Karthus. Auf jeden Fall eine smarte Sache. Auf der anderen Seite G2 Esports bannt Jace. Kabuschatz hat damit schon sehr viel auftrumpfen können bisher in dieser Season und von daher ein allzu berechtigter Bann. Ja, Nico tatsächlich jetzt auch rausgenommen. Draven, sehr wichtig. Hier natürlich auch gegen Attila. Ja. Einer der absoluten Markenzeichen von ihnen. Jarvan gerade noch nicht gebannt, also wäre das auf jeden Fall ein guter Pickup für Vitality. Aber man muss sich auch vors Auge führen, Lucian immer noch offen mit dem Draven-Bann, sind da nicht zu viele Counter-Matchups da. Das gefällt mir sehr, dass es Vitality hier direkt für den Lucian geht. Ich glaube, die Cassio ist ein bisschen tricky für ihn auf der Botlane. Also das wäre auch sowas, was Perks noch auspacken könnte. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Gleichzeitig hat man sich dann aber, wenn man jetzt Ryze und Kaio pickt, schon sehr AP-lastig aufgestellt. Richtig, ja. Da den Split zu finden, ist halt gar nicht mehr so einfach, wenn du jetzt auch für Cassio-Bot gehst. Oder Ryze-Bot. Ja, Ryze-Bot war früher mal eine gute Antwort, vor allem auf Picks wie Vladimir, die vor allem vor ein paar Patches viel gespielt wurden, aber mittlerweile Ryze-Bot nicht mehr viel gesehen. Vor allem, glaube ich, gegen den Lucian hat man da sehr viele Probleme in der Lane. Mein allererstes League of Legends Spiel war Ryze auf der Botlane. Damals, als ich noch jung war. 2010. Das war schön. Wollte ich nur mal eben, ich meine nur. Ah! Bin ich kein Fan von. Ist halt. Ja, es war auch nicht gut damals. Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine eher die Lissandra, die gerade gepickt wurde, aber ja. Ich bin von beiden kein Fan. Ja, man pickt die Lissandra, wobei Ryze schon eingeloggt wurde. Ist sehr komisch. Ich hoffe mal, dass Vitality sich da noch ein bisschen mehr was für gedacht hat, als vielleicht nur für die Botlane. Vielleicht sehen wir eine Lissandra Support. Wurde sogar schon mal angeteasert von manchen Spielern. Vielleicht können wir uns darauf gefasst machen, aber ich gebe dir da recht, Eis. Nicht theoretisch halt möglich, Lissandra Support. Vor allen Dingen hätte halt auch die Passive wenigstens mal eine Lane-Präsenz, weil die Passive ist ja in der Mid-Lane für dich komplett useless. Ne? Ja, kannst du gar nichts mit anfangen. Top-Lane wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Sie ist halt theoretisch flexbar, aber seit den ganzen Nerfs und seitdem die Grundsets halt runtergesetzt wurden, ist sie, denke ich, da halt einfach nicht mehr potent genug. Ja, G2 hat auf jeden Fall andere Gedanken. Alistar wird jetzt hier also nochmal rausgenommen. Ein weiterer Support, der hier also dann fehlen würde bei Vitality. Und sie selber können natürlich darauf auch nicht zurückgreifen, aber sie haben ja schon Galio und der wird wahrscheinlich diese Position einnehmen. Freut mich sehr, dass hier Alistar gebannt wird. Ist ein sehr guter Pick gegen die Kalista und diesmal auch Kalista als dritten Pick auf der Red Side ausgewählt, dass man auch wirklich jetzt zwei gute Matchups rausnehmen kann. Ich erhoffe mir jetzt einen Braum-Bann. Braum-Lucian kann gegen die meisten Kalista-Lanes bestehen, da ist er auch raus und damit hat man ein wirklich gutes Setup. Man könnte hier für einen Trash gehen an Vitalitys Seite, ist aber gegen die Kalista momentan nicht ganz so gut, weil du wirklich viel um seine Skillshots rumspielen kannst, du kannst viel dodgen und das gefällt mir sehr, was G2 hier macht. Die Kalista auf jeden Fall sehr gut vorbereitet in der Pick- und Bann-Phase. Na, letzter Bann jetzt für Vitality. Sie können hier nochmal ein wenig Einwirkung zeigen und dementsprechend einen weiteren Champion rausnehmen. Ach, guck mal, sie gehen schon davon aus, dass es halt der Ryze Toplane wird, weil sie halt die Syndra noch gegen gebannt haben. Da bin ich mal gespannt, ob sie damit am Ende recht behalten werden. Bisher hat man ja noch nicht offenbart, wo er halt hinmarschieren wird, aber wenn du halt ein einfaches Matchup in der Mitte hast, so warum willst du es traden? Und Caps spielt halt auch Ryze. Caps spielt auch gefühlt alles, muss man dazu sagen. So, Perks jetzt erstmal mit dem Pick, der halt hoffentlich Richtung Jungle geht, das wäre fein, genau, damit du halt eben diesen Ryze noch nicht auflösen musst. Würden die Sinn an der Stelle? Gegen Jarvan pretty much okay, aber ich glaube für Lee Sin hast du hier halt auch viele Schwierigkeiten. Alleine Lissandra ist natürlich so eine kleine Hürde, wo du halt auch nicht wirklich mit einem Insect was outplayen kannst. Ja, Lee Sin im Jungle gegen Jarvan tatsächlich ein ziemlich gutes Matchup für ihn. Er kann ihn sehr viel punishen, die Mobilität macht Jarvan sehr viele Probleme und er hat auch einen sehr guten Early Clear plus gute Early Ganks.
und ist da auf jeden Fall eine gute Antwort. Hier die Rek'Sai ist eine Antwort auf die Sin. Das wäre ein sehr gutes Matchup. Also wirklich, ja. Rek'Sai Hardcounter zu Lee Sin. Da packt man den Jarvan Flex aus. Der ist jetzt gelockt auf der Toplane, hoffe ich mal. Vielleicht auf Support haben manche Leute in Korea gespielt. Würde ich mir in dem Game aber nicht wirklich wünschen. Boah, vor allen Dingen, wenn das jetzt Ryze Toplane wird, so wie man gerade bei Vitality pokert, wird der, glaube ich, von Rek'Sai Jarvan hart gepunished. Er hat ja keine Möglichkeit, aus dem Kataklysmus großartig rauszukommen. Rek'Sai kann halt so easy Ryze ganken auf der langen Lane. Es muss eigentlich Ryze Mitte werden. Ja, ich denke, aber mit Ryze Mitte hat man auch immerhin eine gute Antwort, wenn die Lissandra da wirklich hingeht. Wir sehen es jetzt. Trundle. Da bleibt einem jetzt sehr viel Spekulation. Ist Trundle Support? Ja, Trundle Support wurde, glaube ich, früher sehr oft gegen Kalista gespielt, weil der Slow sie sehr stark einschränkt. Plus er ist halt ein guter Support gegen Midi-Supports und kann halt auch diesen Galio-Dash, also dieses Ausholen, kann halt mit einem Pillar einfach canceln. Er kann halt theoretisch auch den Q von Lee Sin canceln. Er ist halt sehr, sehr gut gegen immobile Mages, Control-Mages, wie Ryze einer ist. Also ich finde, der Trundle passt hier ziemlich gut rein, auch wenn wir ihn Ewigkeit nicht gesehen haben. Ja, eine Camille auch jetzt auf der Top-Lane. Also hier gibt es wirklich eine Menge neuer Champs. Da habe ich mir auch nichts anderes vorgestellt bei diesem Match of the Day. Sehr schön. Wobei wir Camille schon ein paar Mal gesehen haben jetzt im Laufe der LEC. Aber ist eine Seltenheit geblieben, definitiv. Ja. Aber Camille Galio ist halt sexy, ne? Ja. Noch eine wichtige Mechanik anzumerken, wenn der Galio Aftershock mitnimmt auf der Support-Position, was recht üblich ist, dann wird das ein recht großes Problem, weil wenn der Trundle den Galio ultet, während er seinen Aftershock aktiv hat, wird er zu Papier. Also er wird im Teamfight dann fokussiert und gewone-shottet quasi. Von daher, vielleicht kann Mickey X auch ein bisschen variieren, vielleicht mit dem Guardian arbeiten, wir werden es sehen. Ja, nicht nur, dass er halt zu Papier wird, sondern Trundle kriegt ja auch, in dem Moment, wo er ultet, kriegt er halt die Stats, die vorhanden sind beim Gegner. Das heißt, er wird ja selber auch super tanky dadurch. Ja, richtig. Wer gewinnt das Spiel? Ich finde halt, beide Seiten haben ihre Vor- und Nachteile. Also der Split-Push wird für Camille halt deutlich stärker gegen Jarvan später sein. Das ist ein Vorteil, der halt im Late-Game einfach nicht von der Hand zu weisen ist. Auf der anderen Seite fand ich den Trundle-Picker halt ziemlich smart. Und Lissandra wird halt Probleme gegen Ryze da mitbekommen. Also ich finde die Solo-Lanes einfach sehr, sehr, sehr stark bei G2. Deshalb sehe ich G2 da schon ein bisschen vorne. Ja, ich denke, G2 hat wohl die bessere, die rundere Comp, aber Vitality hat gute Antworten. Also die Picks, die sie gefällt haben gegen den Lee Sin, gegen den Galio auf Botlane. Ich bin gespannt, wie die Matchups laufen werden im Early Game. Aber ich denke, ich gebe es auch an G2. Ja, es bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr packende Partie. Jedes Spiel zählt jetzt hier natürlich in Richtung auf die Playoffs. Über den Command Ausrufezeichen Rewards könnt ihr unseren Stream auch über lolesports.com schauen und In-Game Rewards absahnen. Ansonsten viel Spaß mit der Partie der Woche. G2 Esports gegen Vitality mit Behaart, mit Bart und Sola. Und erst wenn ein Spiel all diesen Ansprüchen genügt, dann ist es das Spiel der Woche. Na, in dem Sinne widmen wir uns Vitality gegen G2. Mit sehr interessanten Matchups in den jeweiligen Lanes. Vor allem haben wir wieder eine Camille am Start lang nicht mehr gesehen. Lee Sin eine Weile nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt am Ende. Ich denke tatsächlich, dass G2 das Ganze nehmen kann, einfach über die individuellen Stärken, die sie als Spieler bisher gezeigt haben. Wir haben wieder ein sickes Cinematic. Bin ich auch sehr gespannt. Trundle Support haben wir ewig nicht mehr gesehen. Auch Camille Toplane eher unüblich aktuell. Also eine sehr dynamische Draft-Phase. Kalista heute wirklich lächerlich hohe Priorität. 4 von 5 Spielen, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir sie gesehen. Das ist schon... Das ist schon sehr viel. Sonst aber auch häufig gebannt worden. Und da ist sie. Ja, was darf im Match des Tages nicht fehlen? Richtig. Die Pause, die ist genauso essentiell wie der Bart von Jisuke. Aber ich bin wirklich gespannt. Also ich denke mal, dass Vitality ist gerade auf einem ziemlichen Höhenflug gefühlt. Also spielen sehr gutes League of Legends. Aber immer noch natürlich diesen sehr explosiven, aggressiven Playstyle. G2 auf der anderen Seite hatten jetzt in den letzten Wochen hier und da mal ein paar Probleme. Man sich... Aber oft auch, finde ich, in der Champions League ein bisschen vergriffen. Hier sieht das Ganze wirklich, wirklich solid aus. Die Frage ist halt wirklich nur, wie gut funktioniert der Trundle und die Rek'Sai. Wir hatten es ja angesprochen. Rek'Sai ist ein Hardcounter zu Lee Sin. Und Trundle sollte sowohl gegen Galio als auch gegen Kalista sehr gut funktionieren. Natürlich kann Camille später den Pillar theoretisch auch als Engage benutzen. Das ist nicht ganz so geil. Aber ich denke mal, dass die Antworten von Vitality gegen die Comp des, von G2 hier relativ gut tatsächlich sind. Nur die Camille im Split-Push ist natürlich immer so ein... So ein Fragezeichen, hat ja auch den Galio im Zweifelsfall noch im Nacken, also ich glaube, das könnte echt gefährlich werden, aber bis das passiert, dann müssen wir schon in die 30. Minute kommen. Ja genau, du brauchst halt immer ein paar Items bei Camille und außerdem die Camille-Galio-Kombo haben wir ja vorhin einmal kurz angesprochen, wo wir über Galio geredet haben. Sie ist eine sehr starke, damit kannst du einzelne Ziele gut fokussieren und ich glaube, da sehe ich das Problem bei Vitality so ein bisschen.
sie haben nicht genügend Damage fürs Late Game eigentlich. Nushin kann zwar inzwischen auch über Crit-Items sich da schon anpassen, aber den kannst du halt eben sehr leicht rausnehmen. Und bei G2 hast du einen Ryze, der wunderbar scaled, der da auf jeden Fall genügend DPS mitbringt, und Kalista ist dann halt eher dazu da, um wirklich Objectives zu fokussieren. Also ich denke schon, dass G2 gute Möglichkeiten hat, das Ganze im späteren Spielverlauf zu gewinnen, gerade auch über einen Split-Push, ne? Ryze auf einer Side-Lane, Camille auf einer Side-Lane, funktioniert wunderbar. Ja. Vitality hat aber für ihren Spielstil entsprechend eine wirklich gute Combo abbekommen. Und Top-Lane, na, dass hier ein Jarvan und ein Rek'Sai zusammen einiges machen können, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Da muss dann halt Wanda gut performen und sich rechtzeitig aus der Misere ziehen. Alle Attack on Titan. Checkers hier, interessante Route. Red Buff into, wie es aussieht, direkt die Krabbe. Sucht das 1 gegen 1 gegen Rek'Sai ein Stück weit. Pings kommen da raus. So, und Mowgli ist gefährlich low und wird hier seinen Flash verlieren. Definitiv. Wenn der Q trifft, ist er tot. Ja, die Krabbe hier weiter. Die Krabbe zu nehmen, aber praktisch why? Als Schild gegen die Q. War gar nicht so dumm. Konnte dadurch auf jeden Fall ausweichen, aber das sah aber sein schon, Flash muss also, am Ende trotzdem nutzen. Das sah ein bisschen gefährlich aus. Richtig schön gemacht von Jankos, ne? Er weiß, dass da Rek'Sai ein bisschen low droppt und hat sich damit Botlane die Krabbe secured und Mowgli den Flash early entzogen. Ja. Und gerade 3-6 ist der Flash von Rek'Sai für erfolgreiche Ganks schon relativ essentiell. Und Mowgli wird jetzt hier wahrscheinlich früher als ihm lieb ist seinen Backport aufsuchen müssen. Ansonsten sehen wir Botlane auch. Da ist natürlich die Pressure interessant verteilt. Aber auf der einen Seite ist Lucian natürlich ein sehr early starker ADC. Kalista ebenso. Und beide wollen diese kurzen Trades machen. Ja, Lucian mit Q Auto-Attack und Kalista ebenfalls sozusagen. 1-2 Auto-Attacks sind eh hinterher. Und auf der einen Seite mit Pressed Attack wird es wichtig, wenn das durchkommt, dann gewinnen sie die Trades, glaube ich, ziemlich hart. Beide Supporter sind aber nicht wirklich in der Lage, bei diesen ADC-Trades zu helfen. Gal vielleicht ein bisschen oh, mit die Tower hit. Eieieiei. Der muss hier flashen, oder? Na, der war da zu weit vorne, wird jetzt nochmal geslowt. Er versucht selbst zu slowen, Kabot-Schaden mit einem Flash. Gleich soll seine Combo wieder da sein und First Blood für ihn. Und das darf dir nicht passieren. Gerade als Camille nicht. Du willst eigentlich durchhalten, bis du Trinity hast. Aber gut gespielt auch von Kabot-Schaden. Ja, richtig stark gemacht. Hat auch den Slow von Camille geflasht, um da besser in Range zu kommen. Das hätte sonst nicht gereicht, aber diese Turret-Shots, die waren absolut tödlich. Das darf dir, wie du schon angesprochen hast, wirklich nicht passieren. Kabocha hat auch gestern schon auf dem Olaf komplett ausgerastet. Auch hier wieder super stark dabei. Viele sagen ja, einer der besten Toplaner aktuell diese Season. Und diese Woche stellt das unter Beweis. Ah, Mowgli ist auch wieder mit am Start. Rek'Sai. Ei. Schöner Follow-up hier. Muss natürlich gucken, dass er nicht genug Schaden durch die Minions kassiert. Aber das sollte auf jeden Fall reichen. Oh. Ah, noch nicht die Combo wieder ready auch, von Jarvan. Sie hatten auch keine Vision. Wäre Lee Sin da zur Stelle gewesen, hätte das ziemlich schief gehen. Ja, und da ist er. Gut, dass man sich da eben zurückgezogen hat. Aber wichtig, dass Wanda das überlebt hat. Ich glaube, sonst wäre die Lane gelaufen für ihn. Das wäre komplett over sonst. Lane hatte gefreezed. Kabocchat war ja auch noch nicht base. Dieser ein Doran, dieses Dorans Blade hat jetzt nicht den Unterschied gemacht, aber hätte Kabocchat sein Gold schon ausgenutzt, dann wäre das eventuell genug gewesen. Zwei Langschwerter hätten da, glaube ich, für den Kill definitiv gereicht. Botlane sehen wir hier komplette Pressure auf der Seite von Perks. Der hat jetzt allerdings keinen Mana mehr, muss da langsam die Base aufsuchen. Und ich bin gespannt, ob bei Attila wird es der Essence Reaver Item Build, den wir gestern bei Rakdos gesehen haben. Hier mit Rek'Sai und Jarvan natürlich viel AD-Schaden. Aber eben auch wahrscheinlich sowieso schon weg. Der Flash connectet hier nicht mehr auf Attila. Ich glaube, das sollte ein Double-Torn werden. Auf der Top-Lane der Stun, beziehungsweise der Root durch Jisuke. Und das gibt den Kill auf Wanda. Kabot-Schad überlebt, im Gegensatz zu Jankos wahrscheinlich. Na, die Geist-Zombies oder die Eis-Zombies sind da so ein bisschen geboostet. Die kommen da nicht nah genug dran. Ein Auto-Tag fehlt und damit der Double für Jisuke. Sehr belohnender Roam von ihm. Ja, und damit kommt Vitality gut nach vorne. Genau das, was sie eigentlich haben wollen in diesem Game. Und gerade im Early Game hat Ryze halt nicht die Möglichkeit, diesen Roam zu beantworten. Er ist da zu schwach auf der Brust, hat nicht genug Lane-Pressure. Teleport von Jisuke wurde auch schon genutzt, um da Tempo-Vorteil zu bekommen. Richtig starkes Early Game hier von Vitality. Damit Wanda auf jeden Fall schon mal gut aus dem Spiel genommen, beziehungsweise den Punkt, wo er anfängt zu scalen, verzögert. Und Moglis Gank-Intensität, was ist das? Botlane der Knock-Up auf. Der hat keinen Flash. Kein Mana, da kommt der Pillar und damit der vierte Kill für Vitality. Komplett insane. Wenn die das hier gewinnen, sind die auf einen Sieg an G2 dran. Das hätte man in der Mitte des Splits noch nicht erwartet. Hier oben sehen wir nochmal das ganze Jisuke. Ja, man hat vermutet, dass er hier Base ist, glaube ich. Aber er war ja erst mit dem Teleport in der Base. Flash Engage hier für ihn und Jankos. Denkt, er kriegt den Kill nochmal auf Kabot-Schad. Reicht aber nicht. Kriegt nochmal den Turret-Shot. Ich glaube, wäre er direkt weggelaufen, hätte das gereicht. Also mehrfach greedy jetzt schon. Erst die Turret-Shots von Jankos, von Wanda, so rum. Die zum ersten Tod geführt haben. Dann jetzt hier nochmal der Greed von Jankos und dann Turret. Also G2 fällt hier Early Game weit nach hinten. Auch Botlane jetzt dank des Ganks von Mowgli. Das sieht richtig gut aus für Vitality hier.
Mowgli sah in den letzten Games auch wirklich gut aus. Ich finde inzwischen, dass er sich eingelebt bei Vitality. Vitality hat immer noch das Potenzial, eines der Top-Teams zu sein. Ist halt aktuell der größte Gegner von G2, mehr oder weniger, wenn es um den ersten Platz geht. Jankos will jetzt wieder Richtung Top-Lane. Und eine Camille nach vorne zu bringen, ist eine gute Idee. Aber Lissandra ist schon wieder auf dem Weg. Jetzt muss Kabochat nur durchhalten. Mit dem Kataklysmus eröffnet man Follow-up von Lissandra. Und der nächste Kill für Vitality. Die spielen das echt stark gerade. Und da kann Caps nicht so viel gegen machen. Lissandra ist halt einfach deutlich stärker, was Roaming angeht. Ja. Das ist halt extrem unangenehm. Lee Sin wird hier Early Game so hart rausgenommen. Wonder Top. Farmtech immer noch gut dabei, aber Early Tiamat hier schon für Kabochat. Damit wird er die Lane Pressure auf jeden Fall bekommen. Botlane so ein bisschen die einzige Hoffnung. Ja, bei denen geht's, hier ganz gut. Glänzt bei Attila am Start übrigens. Deswegen Jackal da auch ein bisschen vorsichtiger. Mogi nochmal im Gegner-Jungle unterwegs. Das erste Turret-Plating fällt. Und am Ende ist natürlich so ein 2k Gold wie nice oder 1800-900 Gold, aber nicht entscheidend. Ja. Also Caps darf sich da, G2 darf sich davon jetzt hier nicht irgendwie daten lassen. Das ist unangenehm. Das tut weh, gerade Camille und Lee. Also Lee will halt early diese Kills haben, um zu snowballen. Und Camille will die early Kills nicht abgeben, um schneller ins Scaling oder in den Split-Push zu kommen. Das verzögert sich beides ein bisschen. Beziehungsweise Lee Sin wird halt einfach schwächer dastehen, was nicht so angenehm ist, aber dafür hat man ja noch eine Midlane, die dafür jetzt 15 CS vorne ist und eine Kalista, die da unten langsam mal anfangen sollte, wirklich ein bisschen Dampf zu machen, wobei der Trundle hier anscheinend ganz gut funktioniert. Ja, schränkt natürlich Kalista auch bei ihrem Movement an. Ne? Sie hat zwar den Dash oder den Jump mehr oder weniger, wenn sie Auto-Attackt, aber die Verlangsamung ist für eine Kalista halt super unangenehm. Das fühlt sich an, als ob du Hyping hast, ja. Das ist richtig eklig. Und deswegen ist der Pick hier ganz gut. Und außerdem kannst du über den Trundle selber nochmal so eine Art Frontline mitbringen. Die anderen Charaktere, die du im Team hast, sind ja nicht so tanky. Du kannst den gegnerischen Galio nochmal schwächen. Ist eigentlich eine sehr gute Wahl hier gewesen gegen die Kalista. Und er ist sogar nochmal ein bisschen aggressiver, kommt mit dem neuen Conqueror eigentlich ganz gut aus. Hat hier aber Aftershock logischerweise als Support dabei. Du kannst mit dem Pillar das recht easy auslösen, weil es als CC zählt, wenn du Gegner damit praktisch zur Seite knockst. Ja, Mikey X hier auch mit Aftershock am Start und wie angesprochen. Und jetzt das der Gage von G2, aber da bleibt man vorne. Jackal heilt sich halt einfach extrem lange über seine Ultimate und auch seine Zone. Der Q hat nicht gesessen. Und man überlebt hier an der Stelle sogar. Wenn Mowgli da 2 Sekunden schneller gewesen wäre, hätte das ein Double, vielleicht sogar ein Triple für Vitality werden können. Aber dass man im 2 gegen 3 so lange durchhält, ohne obwohl Jackal so aggressiv steht, ja, es ist wirklich gut gewesen. Ohne Heal vor allem, also diese Trundle-Ultimate gemeinsam mit Aftershock ist wirklich, wirklich böse. Mowgli belagert jetzt hier die Botlane nochmal, das tut richtig weh. Jackal ist zwar low, aber das ist ihm egal. Mowgli hat Level 6, er kann executen. Wenn es denn darauf ankommt, muss er jetzt auch hier nochmal die Ult ziehen. Und da kriegt man zumindest 2 Kills, selbst wenn man einen abgibt. In der Zeit verliert man auf der Toplane nochmal Lissandra. Diesmal will man anscheinend ein bisschen viel. Landet unterm Tower, Wonder wird man verlieren. Aber Caps ist da. Kann er nochmal einen Kill mitnehmen mit der gefällten Der verliert Q. das, glaube ich, oder? Wird das schwierig, nee, aber die Minions unterstützen ihn natürlich. Denkt sich, ich bin eh tot. Ich kriege die Minions. Kombo war nicht ready. Insgesamt, also was war das jetzt? Ein 3 für 3, wenn ich das richtig gesehen habe. Lissandra ist da auch gestorben. Sollte ein 3 für 3 gewesen sein. Ja, insgesamt Vitality also immer noch 2000 Gold vorne. Hier sehen wir das Ganze nochmal auf der Botlane erstmal. Das Trundle, das überlebt hat, ist halt ein Verbrechen. So. Knight kommt durch, der Kick auch. Oh, der Kick wurde vom Knock-Up von Galio interrupted, ja. Sonst wäre der da easy in Turret-Range gekommen. Das ist super bitter. Das ist wirklich bitter, der hätte das nicht überlebt. Vor allem wäre nah genug dran gewesen, dass Perks ihn weiter hätte Auto-Attacken können. Ja. Also im schlimmsten Fall hätte man es über die Auto-Attacks geregelt, wenn nicht über den Tower. Oh, und jetzt hat Attila schon Blade fertig. Das ist halt ein richtig fetter Power-Spike hier unten. 500 Gold ist er wert. Und erneut eine Kalista, die nicht unbedingt in der Lage ist, ihre Lanes zu snowballen. Dafür allerdings Mitte. Jizuki jetzt hier fast 20 CS hinten. Leveltechnisch auch behind und Flash gerade genutzt, um wegzukommen von Galio. Das heißt, Jizuki ist da nochmal etwas anfälliger, beziehungsweise kann nicht mehr ganz so leicht roam, wie es bisher der Fall war. Und ich sehe immer noch das Scaling auf Seiten von G2. Sie müssen da halt erstmal hinkommen. Ne? Das heißt, 2000 Gold Lead für Vitality sind sehr unangenehm für sie, aber da muss Vitality jetzt auch noch irgendwas draus machen. Versuchen sie hier als nächstes wahrscheinlich um den Drachen zu kümmern oder um den Herald. Eins von beiden sollten sie auf jeden Fall versuchen mitzunehmen. Ja, Mountain Drake ist natürlich für beide Teams ganz nice. Jetzt noch nicht im Early Game. Also für Early Game ist es wahrscheinlich so mit der Irrelevanz zu Drake, aber kann später auf jeden Fall ziemlich böse werden für beide Teams. Ich denke, dass G2 auf jeden Fall die bessere Nash-Comp hat, einfach dank der Kalista und des Ryze mit mehr DPS. Ja. Und halt vor allem der Sicherheit über die Kalista, über das Rent, das herausziehen der Speere.
Rexer kümmert sich gerade um den Herald. Kann sie alleine auf jeden Fall machen. Ist vor allen Dingen gut, um mehr Tempo zu bekommen. Schneller Richtung First Portal zu gehen und vor allem die Platings auch noch mitzunehmen. Wenn du ihn jetzt schaffst, hier zu last hitten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ihn einsetzt, bevor die Platings gefallen sind. Ich meine, man kann natürlich auch nicht einsetzen oder die Gegner können ihn immer noch aufhalten. Aber im Optimalfall sollte man damit Richtung Fastball Tower gehen. In der Mitte jetzt Trundle mit einem guten Pillar. Caps ist halt super immobil als Ryze. Hat keinen Dash, keinen guten Disengage praktisch, keine Möglichkeit rauszukommen. Und hier werden nochmal richtig dick Turret Platings abgeholt. Das wird Fastball Tower. Ja, der Turret könnte sogar fallen. Zack. Und Vitality damit nochmal mit einer dicken Goldspritze. Jetzt sind sie hier schon 3.500 Gold vorn. Und das zwar gegen die besser scalende Comp, würde ich sagen. Aber das Problem ist, die scalende Comp hängt viel davon ab, dass Camille den Split-Push gewinnt. Und einen Lee Sin, der Early Game versagt, und eine Kalista, die Early Game zumindest nicht snowballt, sind alles keine guten Voraussetzungen, um in dieses Scaling reinzukommen. Perks kümmert sich ja darum, trotzdem Druck aufrechtzuerhalten. Bisher hat man bei G2 da eigentlich auch immer aggressiv nach vorne gehen können. Ja, nur die zwei Situationen, bei denen man da unter den Tower gedrückt wurde, selber nicht den Gang durch hat bringen können, hat durchbringen können, wie auch immer, deutsche Grammatik. Ja. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Jedenfalls braucht man sich da jetzt noch nicht so den großen Kopf drum machen. Ich glaube, das ist halt noch die beste Möglichkeit, die man bisher hatte. Dass man halt eine Lane hatte, wo man nicht so viel Fokus drauf legen musste. Trotzdem Jankos bisher sehr inaktiv. Ja, er ist halt die ganze Zeit tot, ne? Gegensatz zum Mobile, ja. Botlane fällt der Turret jetzt hier wahrscheinlich auch. Und aktuell wird G2 hier eiskalt ausrotiert. So, Kalista jetzt mit dem Blade plus der Stopwatch, die er sich einfach mal gekauft hat. Gegen die Comp kann man das schon ein Stück weit nachvollziehen. Aber aktuell spricht nicht so wirklich viel für sie. Die Winning Botlane verliert oder ist zumindest nicht ahead. Der Early Jungler ist nicht ahead. Midlane muss noch scalen und Camille ist auch ziemlich raus aus dem Game. Also Ryze tut mit einem Item schon ziemlich weh. Botlane wird man den Tower auf jeden Fall verlieren. Du hast schon prophezeit. Man versucht jetzt selber in der Mitte dafür mehr Druck aufzubauen und nochmal Platings mitzunehmen, auch wenn das natürlich nicht so optimal ist, dass man sich die hier teilen muss, genauso wie den Farm. Lucian drückt die Wave nochmal unter den Tower. Also Caps wird hier wirklich ein sehr wichtiger Punkt werden. Wir schauen mal aufs Gold, da ist jede Position bis auf Midlane massiv behind. Also Midlane sind es nur 200 Gold, die Jizuki hier vorne ist. Das ist schon eine ganze Menge. 4000 Gold, G2 Minute 14 in, das ist noch nicht so häufig der Fall gewesen. Und Vitality hat definitiv, du hattest es am Anfang angesprochen, eine Comp, die nicht nur ihrem Playstyle genügt, sondern mit der man auch so ein Gold-Lead extrem gut aussnobeln kann. Drei sehr aggressive Engager mit Lissandra, Rek'Sai, Jarvan, ein Lucian, der Midgame super stark spiked, ein Trundle, der auch schon früh sehr hohe Tankiness aufbauen kann, wenn er da die Ultimate auf den Galio zum Beispiel raufknallt, mit dem Aftershock auch. Also wird hier sehr unangenehm für G2. Und am Ende, denke ich, muss Caps dieses Spiel jetzt wirklich stark stabilisieren mit seinem Wave-Clear. Hat hier allerdings kein TP, das schränkt später das Split-Push-Potenzial auch nochmal ein. Aber Cleanse natürlich hier extrem wichtig. Ne? Absolut. Gegen Lissandra, wenn du da keinen Cleanse mitnimmst, kommen auf jeden Fall die Rek'Sai-Gangs und dann hätte er hier auch den einen oder anderen Kill wahrscheinlich abgegeben. Ja, aber am Ende ist die Winning-Condition hier wirklich, dadurch, dass das Early-Game so schlecht lief, hauptsächlich auf Wanders Split-Push beschränkt. Ja. Und der ist halt überhaupt nicht im Spiel. Wir sehen jetzt bei Attila, es wird der Essential über Item-Build tatsächlich. Ist okay. Gegen Camille kann man natürlich anders argumentieren. Aber im besten Fall wird die Camille ihn eh nie belagern, weil die Camille halt Split pusht. Bloß er hat den Trundle die ganze Zeit wahrscheinlich an seiner Seite. Und DPS-technisch ist dieser Essential Item Build definitiv die beste Wahl. Scaled auch besser. Du bist halt einfach nur angreifbarer. Und außerdem hast du in deinem Team bereits einen Jarvan mit Black Cleaver. Eventuell baut Mowgli auch noch Black Cleaver. Dann ist das auch ein bisschen Overkill. Und Scaling wird hier halt wieder wichtig werden. Wie schon gesagt, G2 hat da gute Voraussetzungen mit dem Ryze. Und da willst du halt, solange es geht, gegenhalten. Und das versucht man hier stark, indem man Wonder weiterhin abbricht. Der wird hier nochmal den Tower fliehen können. Ryze Ultimate, man kriegt den letzten Hit. Mowgli wird man aber opfern müssen. Wo geht's er hin? Sollte wo geht die Reise nicht hin? Rauskommen. Rein. Obwohl Attila mit dem Follow-Up und Caps. Ja, gegen den Lucian mit ziemlich viel Damage kann man noch nicht so viel gegen machen. Jetzt muss man den Torn schon channeln. Ja, man wird sogar durch die Lissandra-Ulti getroffen. Lucian unterm Tower getauntet. Jizuke tankt das Ganze aber ziemlich lang für ein Last Hit. Trotzdem fein. Und Jankos versucht er mit den Tower zu pushen. Muss sich über die Q zurückziehen. Starker Kick. Ah, da zieht sich
trotzdem Jankos nochmal zurück. Ja, man kriegt G2 immer versucht immer noch gegen zu traden. Die versuchen immer noch Objectives auf der anderen Seite der Map zu nehmen, weil aber sie wissen, sie können nicht fighten. Die pure Aggressivität von Vitality ist ja halt wirklich wieder beeindruckend. Da kriegt Mogli den Kill, ist zwischen T1 und zwischen T2 und T3 und sagt sich, ja, wie komme ich hier raus? Gar nicht, ich gehe rein. Richtig schön gemacht. Hätte Attila die Ultimate ein bisschen besser geplaced, dann wäre Caps wahrscheinlich sogar gestorben. Er ist von dem Galio Knockup leider interrupted worden. Aber insgesamt richtig schönes Game, was Vitality hier zeigt. Verdient 4.500 Gold vorne aktuell. Und G2 merklich am struggeln. Ich glaube, so weit behind waren sie im Early Game noch nie in dieser Season. Oder zumindest in diesem Split. Er gibt ja nur diesen Split bisher. Aber das sieht schon richtig gut aus, was Vitality hier zeigt. Genau so, wie man es eigentlich von ihnen erwartet hat. Zumindest nach dem, was sie auf den letzten Worlds gezeigt haben. Attila versucht sich hier nochmal so viel Farm wie möglich mitzunehmen. Hat jetzt zwei Items fertig. Steht also ganz gut im Game. Und ich glaube, na, Vitality hat noch so gute 10 Minuten, in denen sie auf jeden Fall die Oberhand haben sollten. Danach fängt die Tour so langsam an. Ja, aber du bist halt über 5k Gold vorne so. Also ich glaube, die Phase dauert noch eine ganze Weile länger, einfach nur weil die Camille halt nicht useful ist gerade. Ich glaube, das wird das Hauptproblem. Aber da muss man halt auch Vitality loben, weil sie haben genau das versucht zu verhindern. Dass irgendwann Camille es schafft, in den Split-Push zu kommen und stark zu werden. Also dieses Top-Jungle-Matchup ist gnadenlos nach hinten losgegangen für G2. Und warum man da den Lee Sin geblindpickt hat, kann man definitiv in Frage stellen. Vielleicht macht er... Verstehst du Lee Sin? Alter, in der Gusche. Vielleicht macht er Late Game ja noch das Insane 1v9-Play. Aber bisher funktioniert dieser Pick leider überhaupt nicht. Gestern der Karthus auch, fehl am Platz. Heute ist es der Lee. Toplane ist der Inhib-Turret sogar bedroht. So, das ist der Split-Pusher, der gerade fast seinen Inhib verliert. Oder sein Inhib-Turret zumindest. Jankos jetzt aber von hinten. Geht's da Richtung Engage. Perks hat anderthalb Items. Der ist noch nicht so strong. Der Q sitzt nicht. Kalista Ultimate. Stopwatch, dass der Knockup nicht trifft. Aber man wird trotzdem getauntet. Attila muss sich vom Ryze zurückziehen. Und das wird extrem schwer. Shutdown für Caps hier an der Stelle. Jackdaw und Jizuke. Die versuchen sich noch irgendwie zu halten. Boah, man geht sogar noch mal rein. Die Ultimate stark. Jankos wird aber trotzdem nicht sterben. Den kann man hier nicht rausnehmen. Man verliert zwei Kills. Hätte man vielleicht doch eher mit der Klaue in Baron Pit gehen sollen. Und in der Mitte Javan dabei zu pushen, aber G2 auf dem Kampf zurück ins Game. Ja, richtig starker Flank. Mit der Ryze Ult, mit der Kalista Ult gearbeitet. Das ist halt das Ding. Die Comp von G2 hat massives Outplay-Potenzial. Ja. Und das haben sie hier gerade gut gezeigt. Da hat sich Vitality ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, haben top den Inhib gepusht, währenddessen Mitte auch noch gepressured. Javan war allerdings ohne Teleport auf der Botseite und dann war es auf einmal eine Überzahlsituation. Schön gemacht. Und wenn, das ist halt die große Schwäche von Lucian in dem Game. Wenn er in Range von Ryze kommt, ist er aufgeschmissen. Dieser Point-and-Click-Snare tötet Lucian komplett, weil Ryze mehr Range hat als Lucian. Straight up. Und hier sehen wir das Ganze nochmal. Das ist das Setup. Ryze ist noch nicht ganz da, aber Javan meilenweit weg und Vitality kommen hier halt nicht weg, weil sie mit der Ryze und mit der Kalista halt zu einem Engage gezwungen werden. Attila wird hier getauntet und da war der dann schon tot quasi. Mowgli kommt auch nicht rüber leider und das war von G2 einfach stark gespielt. Schön Vitality gesplittet, dann den Lucian gefokust und der Fight hätte an mehreren Stellen natürlich noch unschön ausgehen können. Dass hier der Seal durchkommt, save Jankos das Leben, dass da hinten Jackdaw instant stirbt, Mogli seine Ultimate nicht durchbekommt, das macht's alles nicht unbedingt besser. Und das ist ein kleines Comeback hier für G2. Auf einmal sind's in Anführungszeichen nur noch 4000 Gold, was immer noch eine ganze Menge ist. Aber zumindest ein kleines bisschen geschrumpft der Lead. Und Caps hier mit Ryla ist jetzt inzwischen am Start. Perks hoffentlich bald das Rageblade. Hat hier nochmal einen Kill bekommen. Richtig wichtig für ihn, aber goldtechnisch ist Wanda weiter hinten dran leider. Frage ist, wann der Punkt kommt, wo sich das Ganze nochmal dreht. Trinity Force wird Wanda auf jeden Fall helfen, damit ist er dann deutlich stärker. Sollte trotzdem nicht reichen, um 1 gegen 1 Javan immer töten zu können, um wirklich dieses Split-Push-Potenzial auszuspielen. Also hat man schon gute Vorarbeit geleistet. Split-Push-Champions sind halt immer nur dann in der Lage zu splitten, wenn sie noch eigene Türme haben. Ne? Wenn sie nicht so sehr in die Base zurückgedrängt worden sind wie bisher. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Camille einfach mit Galio nochmal eine gute Combo darstellt. Um halt später zu engagen, um halt später Attila zu fokussieren, das hat eben. Ja. Und der ist sowieso, ne, der hat kein Heal und der hat kein Black Cleaver und keine Ninja Tabis. Also der wird übelst anfällig sein später. Das könnte ihm ja vielleicht zum Verhängnis werden. Mowgli wieder auf der Botlane zusammen mit Jizuke. Caps wird hier unterstützt von Galio und seine Schilde sind immens. Double Taunt, starkes Ding. Mowgli, 100 AP, die waren es dann ja auch. Jizuke 300. Jetzt muss Caps natürlich auf Abstand bleiben, macht das aber nicht schlecht. Sollte sein Schild bald wieder ready haben. Kein Turn von Jizuke. Hat er eben dazugelernt. Taunt ist drauf und damit Caps. Zwei Kills für den Ryze. Der ist komplett im 1v9-Modus schon wieder.
Also gegen jedes andere Team hätte Vitality diesen Lead wahrscheinlich zu Ende snowballen können. Aber G2 bleiben hier mit aller Kraft im Game. Wir hatten es vor 10 Minuten angesprochen. Ryze wird hier der Eckpfeiler sein für G2, um dieses Spiel nochmal zurückzuholen. Und bisher macht er das fantastisch. 4-0-1 steht er jetzt da. Level 14, 40 Farm Lead gegenüber Jizuke. Dementsprechend natürlich auch ein dicker Shutdown für ihn. Nochmal ein Needlessly Large Rod. Aber der wird jetzt richtig gefährlich, weil das ist die eine Sache, die Vitality's Comp nicht wirklich hat. Und zwar gute Picks gegen Ryze. Lucian, ziemlich bad. Cleanse, gut gegen Lissandra. Rek'Sai wird ihn nicht one-shotten können aufgrund der Tankiness. Und Javan im Prinzip auch so ein Stück weit dadurch begrenzt. Das ist halt wirklich bitter. Man versucht jetzt nochmal Druck auf den einzelnen Lanes auszuüben. Wards um den Baron herum wurden auch aufgestellt. Und Vitality mit dem Baron, na, wir haben es ja vorhin gehört, wir haben ja heute den Baron einige Male als Turn Möglichkeit gesehen für die Teams. Ich denke, Vitality hat hier auch noch gute Optionen, wenn sie den Baron kriegen, aber sie werden nicht mehr lange durchhalten. Die 10 Minuten, die ich ihnen zugesprochen habe, sind in ungefähr 2-3 Minuten vorbei. Wir haben natürlich zwei Mountain Drakes, was nochmal ein bisschen hilft. Das stimmt. Na, trotzdem, aber du brauchst halt trotzdem super lange mit der Combo. Ja, sie müssen sich jetzt hier wirklich was Gutes einfallen lassen. Eine Trap wäre eine Option, da muss man die Gegner aber wirklich zu zwingen, jetzt zu kommen. Keine Vision mehr, außer die auf Cabo Chart gerade. Das bekommt er aber rechtzeitig mit. Generell gerade sehr wenig Vision auf der Map. Ich weiß auch nicht, ob Vitality sich jetzt wirklich einen 5 gegen 5 Fight zutraut. Weil so eindeutig wird das nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Gerade so wie Galio die Ultimate wieder abhaben sollte, wird das, glaube ich, sehr schwer. Noch hat er sie nicht. Du musst halt den Ryze bursten. Der hat keinen Cleanse. Ich glaube, das ist halt ja so ein bisschen der Punkt. Aber Caps wird ja auch diesen Teamfights aus dem Weg gehen. Ne? Er versucht einfach überall auf der Sideline sich den Farm zu ergaunern. 240 CS hier. Eine ganze Menge. Lissandra jetzt auf der Botzeit unterwegs, hat Teleport, Wanda nicht, ne? Also man kann eine Überzahlsituation forcieren, aber schwierig. Also Vitality geht gefühlt schon ein Stück weit die Zeit verloren, einfach nur weil dieser Ryze so insane scaled und die Camille überhaupt erst ins Spiel kommt. Also der Javan ist überhaupt nicht useless, keine Frage. Aber aktuell ist er noch 10-mal stärker als Camille und das wird sich mit der Zeit definitiv ändern. Gleiches gilt für Attila, also Perks, 2 Items, klar. Eine Kalissas Geld jetzt auch nicht insane, aber Lucian wird in diesem Game struggle useful zu sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Im Late Game ist Camille auch einfach der bessere Javan, weil Javan hat früh halt auch gerade mit 2 Items immer ziemlich viel Burst-Potenzial auf ein Ziel, kann ein Ziel gut einsperren, wenn es immobil ist. Funktioniert, ne? Ist ein simples Konzept, aber Camille kann die Leute halt safe in ihrer Ultimate drin halten, auch wenn die Fläche natürlich deutlich größer ist als die vom Kataklysmus und das keinen Initialschaden macht. Der Schaden über die Q, wenn sie ihre ersten 2-3 Items hat, ist aber auch extrem. Also da muss man wirklich gucken, dass man später davon nicht erwischt wird. Und jetzt geht's Richtung Baron. Kein Teleport. Nein, bei Wanda. Ein Stück weit machen. Und Caps' Bot, der hat kein TP. Also man kann hier eine Überzahlsituation forcen. Ryze moved jetzt schon hin, ist Level 15. Die Ultimate noch nicht ganz per Range. Jetzt der Turn versucht. Jankos ist low, taunt. Und man kriegt den Gegner Jungler. Wo man eigentlich Jankos wollte, der überlebt durch die Stopwatch noch länger. Man kriegt Rek'Sai, kann das ganze Turn. Jack-Troll auch so gut wie down. Wanda geht nochmal hinterher. Und da ist der Damage über die Qs auf Attila. Das war eine Instanz davon. Man kriegt eine Sandra, die einfach reingeportet ist. Kannst du aktuell leider nicht mehr abbrechen. Und das ist der Baron für G2. Ah, da will man noch mehr. Wanda mit dem Flash und holt sich den Kill. Er revanchiert sich hier nochmal für die schlechte Laning Phase, die er haben musste. 4-4-1 inzwischen wieder ausgeglichen. Und Baron, wie schon gesagt, G2 ist jetzt am Drücker. Ja, das muss es eigentlich gewesen sein. Jizuke gestorben ohne Ultimate. Javan gestorben ohne Ultimate. Attila seine Ultimate ins Nichts gehauen. Da gewinnst du so einen Fight nicht. Baron jetzt geholt. G2 ist offiziell zurück im Game. Das erste Mal haben sie ein Gold-Lead und ich glaube, damit werden sie das Spiel auch zu Ende bringen. Also sie werden den wahrscheinlich nicht mehr abgeben. In dem Fight lief so viel falsch. Eigentlich eine gute Idee hier zu turnen. Lissandra TP nutzt es hier. Nutzt es hier gar nicht, warte mal, oder? Nee, jetzt kommt's erst, warte. Jetzt. Die geht erst Base und TP dann, das ist halt terrible. Also das ist halt wirklich schwierig. Du hast den TP-Vorteil und du nutzt ihn nicht. Ah, schwierig. Das ist ganz schwierig. Dann hier natürlich Wanda, schönes Flashplay, Attila. Ist absolut squishy mit dem Item-Build. Und ich bin inzwischen, also letztes Game von Reckless hat mich überzeugt, was den Item-Build angeht, aber ich glaube, in dem Game ist es legit ein Fehler, weil du kommst halt gar nicht dazu, deine hohe Crit-Chance auszunutzen, weil du so oft gezoned wirst und der erhöhte Schaden von der Ultimate durch Black Cleaver ist, glaube ich, hier um einiges. Aber du hast halt schon zweimal Black Cleaver, das Problem ist, glaube ich, die Tankiness ist halt nicht da. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass Vitality im Late-Game DPS fehlt und man das ausgleichen wollte, indem man gesagt hat, wir nehmen den Crit-Build. Fairerweise hat Attila in diesem Fight, also der Item-Build hat den da nicht entschieden, absolut nicht, sondern da lief halt einfach makrotechnisch vieles falsch und man sieht, wie hart der Gold einfach von jetzt auf gleich gedroppt ist. G2 übernimmt in einem Schlag die Karte. Auf einmal ist Caps Level 16, hat jetzt Clans wieder ready. Wanda auch richtig gut im Saft. Macht aus diesen Türmen Kleinholz und
Ich wäre überrascht, um ehrlich zu sein, wie Vitality sich dieses Spiel hier nochmal zurückholt, weil sie hatten die starken Spikes ihrer Comps, sie haben sie nicht genutzt und jetzt ist G2 online. Ja, sie haben sie schon probiert zu nutzen, haben auch wirklich am Anfang stark gestartet, aber jetzt ist wieder die Zeit von G2 gekommen. Versuchen jetzt den Split-Push, das, was ihre Combo auch durchaus ausmacht. Ne? Camille auf einer Sidelane, Ryze auf einer Sidelane, was willst du mehr? Du hast auch nichts mehr, was diesen Ryze aufhalten kann. Er hat zwar keinen TP, aber das braucht er nicht, weil mindestens zwei Leute kommen müssen, um seinen Push zu denyen. Und es ist so schade, Vitality hat so gut angefangen. Die ersten 15, 20 Minuten liefen exzellent, aber dann hat man einfach nicht weiter gefunden zu Snowball, verliert den einen Fight, weil man Toplane zu viel will, verliert den Nash und auf einmal fühlt sich das Game hart verloren an. Vitality jetzt schon wieder 2.500 Gold behind. QSS bei Perks am Start und ja, mal schauen. G2 jetzt eigentlich mit allen Mitteln, die sie brauchen, um dieses Game zu Ende zu snowballen. Wenn sie mit dem Nash die letzten T2-Türme bekommen, wäre eigentlich schon alles fein. Wobei Toplane dann noch tapfer verteidigt wird. Also gut, es geht. Camille hat da nicht mal einen Autotake auf den Tower gemacht. Einfach, weil man weiß, man kann hier auf Nummer sicher gehen, sich Zeit lassen, die Gegner einfach nach oben ziehen. Dadurch hat Caps auf der Botlane die Möglichkeit, wieder mehr Druck auf den Tower zu üben. Jankos bleibt da einfach nur als Sicherheit, dass wenn Caps hier engaged wird, man das Ganze wieder disengagen kann über die Ult von Lee Sin. Viel mehr kann er zu dem Zeitpunkt eh nicht mehr machen im Game. Lee Sin fällt ja ziemlich hart ab. Ja, und da kommt der Versuch, Caps nochmal rauszunehmen. Cabo Chart kommt aber nicht wirklich ran. Weiß, dass wenn er da ultet, er direkt von Jankos jetzt zurückgekickt wird. Und Toplane holt man sich in der Zeit den Tower. Starke Rotation, Stopwatch direkt von Cabo Chart genutzt. Flash ist raus. Ja, man verliert jetzt hier komplett überall die Pressure. Ja. Toplane jetzt Camille gleich am Turret. Der Nash ist immer noch nicht ausgelaufen. Der Turm da oben hält keine 5 Sekunden durch gegen Camille. Wird jetzt wahrscheinlich hart engaged. Dafür verliert man dann Mitte. Also, das ist halt dann auch ein Punkt, wo G2 zu gut ist, um diesen Lead nochmal wegzuthrown. Wenn sie was können, dann so ein Game closen. Also Das sieht hier wirklich clean aus jetzt. Ah, die Ultimate wird hier Jankos nicht mehr retten. Wobei clean der Schaden nicht so unbedingt. Ist eigentlich hoch genug, um Mogli zu töten, aber da kommt der letzte Q nicht durch. Jetzt muss Caps laufen. Jack Toaster um einiges schneller. Pillar jetzt wieder ready und damit wird es für Caps schwer. Schöner Sidestep. Galio kommt dazu. Das Niedermähen ist schmerzhaft. Man hat noch den Mana-Schild, aber der reicht nicht. Triple Taunt. Stark. Auch nochmal gut gesetzt. Aber am Ende wieder ein Fight, der an Vitality geht. Ist aber nur ein kleines Trostcluster, wenn man sieht, dass ihre Base so langsam in Schutt und Asche gelegt wird. Wanda holt sich den nächsten Tower. Jetzt sieht man dieses Split-Push-Potenzial von Camille. Trinity Force, Titanic Hydra, die ersten beiden Items. Und auf einmal sieht das Ganze ganz anders aus als bisher. Ja, und jetzt fängt natürlich auch G2 an, sie komplett zu outscannen. Also Botlane hat man, glaube ich, ein kleines bisschen overextended. Aber den Umständen entsprechend ist das völlig okay. Man wusste, Toplane Wanda wird im Alleingang den Toilet da holen. 1 Minute 40 bis zum Nash und da wird sich das Game so ein Stück weit entscheiden. Man sieht, der Damage von Vitality ist da. Ja, gerade Jankos ist halt nicht sonderlich useful. Der Pillar relativ strong und Caps dann hier auf der Flucht. Macht extrem viel Damage, das muss man sagen. Aber Attilas Ult eben auch, wenn die komplett reinknallt. Schöner Sidestep natürlich trotzdem, aber hier zack. Boah, das ballert halt richtig durch. Der Slow ist auch so unangenehm. Ist eigentlich ziemlich geil, ne? Wenn du Trundle und Lucian spielst, Trundle macht den Pillar, du hast den extrem slow und dann kommt Niedermähen, kannst du eigentlich kaum sidesteppen. Ja, gerade wenn du den W auch kriegst, hast du ja Movement Speed extra noch dabei. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Attila auf dem Weg zum Infinity Edge und das ist natürlich nochmal ein starker Power Spike für ihn, aber Camille jetzt mit 3 Items dabei, das wird auch langsam unangenehm. Caps kurz vor seinem Spellbinder. Und Vitality brauchen jetzt Catches. Also die müssen jetzt eine Überzahlsituation kurz vorm Nash kreieren, dann vielleicht den Nash nochmal forcen und dann ist das Game eventuell sogar noch winnable. Aber wenn G2 diesen Dash für sich sichert, dann sind hier alle Chancen verloren. Ja, es wird extrem hart werden. Wanda zieht sich jetzt immer weiter zurück, versucht den Gegnern keine Möglichkeit zu bieten, ihn zu engagen, eben diese Catches nicht zulassen. Das ist jetzt gerade wichtig. Er hat auch den Teleport ready, heißt, man könnte um den nächsten Baron auf jeden Fall kämpfen. Trotzdem, es wird halt gerade super schwer für Vitality irgendwas zu machen. Na, das haben wir auch nochmal unten gewesen. In der Hoffnung, dass man irgendwie an Wanda rankommen kann. Dass er einen Fehler macht, dass er versucht, selber aggressiv nach vorne zu gehen. Cabo Chart hat aber GA. Ist also gerade nicht wirklich ein lukratives Ziel. Das nächste Ziel wird auf jeden Fall der Baron. Ja, 5 Sekunden noch, dann haben wir das Ding am Start. Alle Lanes sind aber ausgepusht. Kein Inhib ist gefallen. Also die Ausgangslage für Vitality ist nicht terrible. Sie haben immer noch 2 Mountain Drakes, sie sind nur 2k Gold behind. Das ist hier eine Situation, mit der man arbeiten kann. Jetzt sieht man allerdings natürlich Wanda, der arbeitet sich langsam, aber sicher zur Botlane hervor. Dritter Mountain Drake ist da, den wird man natürlich einfach soloen können. Und Botlane, glaube ich, kann Jarvan jetzt diese Camille nicht mehr aufhalten. Und das sind 2 offene Inhibs, das heißt, die wird sich Camille natürlich genüsslich snacken. Und Vitality möchte das verhindern, indem sie hier den Nash starten. Und das wird das Game entscheiden.
Vision war kurze Zeit da. Man sollte eigentlich wissen, dass die Gegner hier starten. Die Sin-Q gibt natürlich auch Sicht auf den Barrel. Ist eigentlich eine super Methode, um hier einfach ohne große Gefahr zu haben, dass die Gegner engagen, sicherzustellen, dass der Barrel nicht zu low drop. Camille immer noch dabei zu pushen. Und sie hat Teleport. Shizuke zwar auch. Das heißt, du kannst ihn in der Theorie dagegen abstellen, aber du willst eine Lissandra von Anfang an im Teamfight dabei haben. Jackroll ist schon hardline. Jetzt geht man rüber. Der Baron wird gut gestoppt, hier was den Damage angeht. Jankos Daumen vorher smiten kann und der Baron geht tatsächlich an Vitality. Caps, super low, dem kann man hier nicht mehr helfen. Drei Leute gegen fünf gerade. Warum hat Wanda reingetippt? Knock-up nochmal auf Perks und das ist der nächste Kill. Tausender Shutdown-Gold. Warum hat Wanda nicht die Base eingerissen? Vitality. Vitality ist halt einfach Genius. Warum hat Wanda TP? G2 ist halt einfach nur der Verlierer in diesem Game. Warum hat Wanda TP? Ich glaube, das Problem war, dass Wanda hier TP. Warte. Warum hat Wanda TP? Schöner Tor nochmal. Na, man versucht Zeit rauszuholen und Wanda. Oder? Er ist dabei. Moment. Er will das Ganze nochmal wieder gut machen. Ist doch nicht und er kriegt da einen Kill. Der Follow-up. Nochmal ein Zorn auf Mori. Jankos ist wieder am Leben. Noch ist hier nichts vorbei. Na, Wanda auf der Hälfte und er hat noch Bock. Hält sich hier gerade wieder hoch. Ja, in drei Leute einzugehen. Gefährlich. Kannst du es trotzdem erlauben mit dem Slow. Der ist mit Flash gestorben gerade. Oh, ist das bitter. Ein in dem Feld nur, beide Nexus-Türme stehen. Ich glaube, das wollte Wanda gerade in dem Fight machen. Das Problem ist, dass man da schon zwei eigene Charaktere verloren hatte. Shizuke sollte dann nicht mehr rauskommen ohne Mana normalerweise. Oh, Jankos ist das bitter. Mit den Wall-Jumps. Stellt den neue, kommt nicht rüber, ist schwierig. Aber immerhin kann Mickey hinterherlaufen und Shizuke nochmal abbrechen. Aber Vitality bleibt hier trotzdem mit aller Kraft im Game. Es ist eigentlich sogar ziemlich schlecht, dass Shizuke so lange überlebt, weil sie jetzt volle 50 Sekunden noch in Unterzahl sind. Und man wahrscheinlich zwei Innips, vielleicht sogar drei verlieren wird. Der hätte sich da einfach seinem Schicksal anfreunden sollen. Dann wäre er jetzt schon in 20 Sekunden wieder da, glaube ich. Wobei natürlich die Leute auch nach oben rotiert sind. Also haben auch da viel Zeit verloren. Ist okay. Ah, kann man natürlich argumentieren. Vitality. Jetzt 30 Sekunden ohne Midlaner. Können sie das verteidigen? Wie viel verlieren sie? Ein Innip mindestens. Eventuell alle. Hoffentlich nicht das Game. Schöne Steigerung. Danke. Ja, in der Mitte nochmal der Pillar, um die Gegner im wahrsten Sinne des Wortes zu verlangsamen bei diesem Push. Es steht ja nur noch ein Tier 3 Tower. Jetzt versucht man Wanda zurückzutreiben, die Lane nochmal rauszupushen. Man hat zumindest noch den Baron Buff bei Couple Chart. Ja, sie haben halt. Rotiert einfach runter. G2 hat keine Minions. Sie kriegen nicht mal einen Inhib in einem 5 gegen 4. Vitality hält das hier tatsächlich durch. Das ist wirklich das Match der Woche. Na, also das ist richtig geil gerade. Es ist wirklich ein Match auf Augenhöhe. Da wird gerade ziemlich abgeliefert von beiden Seiten. Es ist natürlich nicht fehlerfrei, klar. Aber dass Vitality hier so lange durchhält. Ja, G2 war da vielleicht wieder ein bisschen übermütig. Kriegen wir den nächsten Bergdrachen. Den ersten für sie tatsächlich. Vitality hat sich ja am Anfang wirklich viel sichern können. Ist auch der letzte Drake vom Elder. Und ich bin mir nicht mal unbedingt sicher, wer davon mehr profitiert. Vitality hat natürlich mehr Drakes. Aber eigentlich sollte die River-Kontrolle auf der Seite von G2 sein, weil sie Ryze und Camille mit dem Winning-Split-Push haben. Und wer die Waves kontrolliert, der kontrolliert meistens auch den River und damit meistens auch den Nash. Also, beziehungsweise den Elder an der Stelle. Aber Vitality, die kämpfen hier halt und die bleiben in-game. Infinity Edge ist fertig bei Attila. Der hat noch eine Stopwatch dazugepackt. Der Junge ist richtig, richtig stark. Gerade 75% Crit, Level 16. G2 müssen jetzt, also die müssen halt im Fight straight up besser sein, um den zu gewinnen. Die müssen halt Lucian rausfokussieren. Wenn sie das schaffen, ist, glaube ich, alles okay, weil dann fehlt der Damage bei Vitality. Wenn Vitality es aber schafft, wirklich ja, mit der Ult von Trundle den gegnerischen Galio low zu machen, beziehungsweise squishy zu machen, dann kann Lucian da ordentlich durchrasieren. Dann fällt es auch gar nicht so auf, dass du nicht diesen konstanten Schaden hast, zumindest nicht in der Form, wie ihn zum Beispiel ein Ryze bietet. Genauso, wenn Ryze stirbt, für G2 ein großes Problem, weil Perks alleine wird das nicht carryen können. Eine Kalista ist nicht schlecht, aber sie braucht halt Zeit, um die Speere zu stacken. Ich glaube, was extrem problematisch für Vitality wird, ist, dass Camille jetzt GA hat. Ja. Kalista auch auf dem Weg zum GA ist und Lee Sin ebenfalls. Weil die kommt, die fußt halt schon darauf reinzugehen und eine Überzahlsituation zu kreieren. Während G2 mit Kalista und Ryze lange Teamfights präferiert. Und dieses GA wird es verhindern, dass ein Squishy geburstet wird und künstlich den Teamfight in die Länge ziehen. Was dazu führt, dass halt dieser Ryze noch härter ausrasten kann. Aber erstmal fällt der letzte T2-Turm des Spiels 2 Minuten noch bis zum Nash. Der Elder wird hier vielleicht gar nicht relevant. Und Vitality hat tatsächlich Push-Pressure hier in der Mitte. Natürlich auch aufgrund des Inhibs. Und wer zündet hier zuerst den Knaller? Wer engaged zuerst? Aktuell sieht man nichts von dem Split-Push hier von Wanda, weil er kein TP hat. Er hat die nächste Wave clearen können, nimmt nochmal den gegnerischen Blue Buff mit. Ja,
1,30 und der Baron ist da. Darauf wird es wahrscheinlich wieder hinauslaufen, wenn wir nicht wieder einen Catch sehen. Und jetzt ist wirklich der Punkt, die Todestimer sind so hoch, dass wenn du ein oder zwei Leute rausnehmen kannst, du im besten Fall auch das Spiel gewinnst. Natürlich haben wir eben gesehen, eine Person in der Unterzahl macht noch nicht den Unterschied. Ja, das Beste ist, wenn du wirklich einen ordentlichen Fight hinlegen kannst. Da muss G2 jetzt sich vorher besser absichern, was die Vision angeht. Ja, man kriegt hier die Kontrolle über die Topside. Allerdings dafür verliert man Botside den Push. Jizuke da fleißig unterwegs, hat seinen Teleport ready und niemand auf der Seite von G2 hat seinen Teleport gerade zur Verfügung. Bis zum Nash wird Wanda das aber wieder haben. Vision auf der Topside ist jetzt auf der Seite von G2 aufgebaut. Die wird jetzt natürlich Vitality wieder clearen. Also es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, es ist ein Hin und Her. Und dieser Nash wird dann wahrscheinlich dem Ganzen ein Ende bereiten. Wenn nicht der, dann spätestens, denke ich mal, der Elder. Und wenn nicht der, dann spätestens der zweite Elder. Wenn nicht jetzt, wann dann? Richtig. Aber ich glaube, dass die Base inzwischen schon so angeknabbert ist auf beiden Seiten, dass hier Nash plus gewonnener Teamfight definitiv das Game entscheiden sollte. Auf jeden Fall. In den Pre-Spawned jetzt auch nochmal. Da ist er. Angenehm, dass die Midlane da nicht mehr so unter Druck gesetzt wird durch die Supervasallen. Kann man aber zugegebenermaßen noch am besten halten, weil auf der Midlane versuchst du ja vom Baron E immer wieder rauszupushen, immer mehr Druck auszuüben. Also wenn du da einen Inhib verlierst, ist es nicht ganz so schlimm wie auf den Sidelanes. Von daher eigentlich schade, dass G2 vorhin keinen Inhib bekommen hat. Was tatsächlich gerade sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Vitality die GAs hat, bevor sie G2 hat. Am Nash wird G2 wahrscheinlich ohne GAs auf Kalista und Lee Sin fighten müssen. Und das kann den Unterschied machen. Muss nicht, aber kann definitiv. Jetzt Group Camille bereits mit dem Team. Vitality ist aktuell nur zu dritt. Die müssen da jetzt richtig aufpassen. Müssen aber auch die Sidelanes rauspushen, weil da sind die Inhibs offen. Ja, der kann Camille theoretisch alle abholen, wenn man da nicht vorsichtig ist. Also allein dieser Druck im Kopf, wir haben da eine Camille gegen uns, die jederzeit die Inhibs one-shotten könnte, ist super bitter. Jetzt ist auch das Problem, wenn du dir jetzt zu viel Zeit beim Baron lässt, dann kann Wanda wirklich durchgehen. Dann kann er wirklich durchpushen. Vorhin hätte er das nicht machen können, hätte er die Inhibs bekommen. Teleport trotzdem ein bisschen fragwürdig, aber zu dem Zeitpunkt, wenn er da eine gute Wave hat und die staut sich hinten langsam an. Und ich weiß nicht, ob Kabutschat. Ich weiß nicht, ob Kabutschat hier gegen Wanda noch deffen kann, bin ich ehrlich. Ich glaube es auch nicht. Er ist gestartet. Sie wollen das TP forcen. Es ist ein 3 gegen 3. Da unten sind Ryze und Camille. Können auf jeden Fall dazukommen. Oh Gott, ist das close. Der Baron, der Inhib ist down. Der Baron bei 4000 AP. Mickey jetzt mit dem Double Taunt. Wer kriegt den Nash? Den kriegt man. Ja, wir sehen es. Vitality hat ihn. Oh mein Gott. Rek'Sai kriegt den gerade so Mogli immer noch am Leben, aber man verliert nicht nur ihn hier, sondern einen Großteil des Teams, während G2 eh dabei ist, die gegnerische Base zu vernichten. Bei Inhibs. Den Baron-Buff hat man abgeben müssen. Das ist unschön. Man hat hier zwei Kills obendrauf bekommen. Ja, der Splitten. Was ist dieses an der Game? Aber das ist 3 gegen 5 mit 2 offenen Inhibs. Ich glaube, das war's. Also, man hat keinen Lucian mehr. Jizuke keine Ultimate. Und hat nochmal Teleport, man muss jetzt nicht zwingend wieder rein. Man kann einfach gleich auf die Mitte porten oder man nimmt den Elder. Aber ich glaube, man kann Mitte einfach einreißen. Man kann hier für 3 Inhibs gehen, im Zweifelsfall mit einem TP auf den Minion und dann Elder gehen. Na, Wanda wartet. Und 3 offene Inhibs gegen den Elder zu verteidigen, das ist, glaube ich, nicht drin. Teleport auf den Control Ward. Nicht auf Minion hier. Ryze Ultimate, man will hier hinter die Gegner und sich einfach um die Nexus-Türme kümmern, dass man sehr schnell das dabei ist. Aber übel risky. Versucht die Gegner nochmal abzuhalten. Erster Tower down, Knockup kommt nochmal durch. Wer meint, das ist Genius! Und Wanda holt sich hier nochmal zusammen mit Ryze ein paar Kills am Ende. Kabutschat im GA, jetzt ist Jaxxor wieder da, kann alleine wenig machen. Mogli dasht nochmal davon, versucht die 10 Gegner Sekunden auf Attila von der eigenen Base. Man kriegt den nächsten Kill. Ein aber Nexus die leben Tower alle versucht noch. Das Ganze hier zu deffen. Keine Chance, da kommen jetzt Super Minions. Attila alleine. Zwei das kann Sekunden. Er nicht machen. Kabutschat hat auch überlebt. Kabutschat, Full Life. Der geht hier nochmal rein mit dem Kataklysmus. Wanda im GA. Caps geht hier gleich down. Den kann man aber lange saven. Der Schild hatte ihn ja auch nochmal. Opex und Attila Heikel. Wanda holt aber den Kill auf Lucian und damit ist oh das Game vorbei. G2 mit dem Finish. Und wenn das kein Match of the Week war. Holy moly. Dann weiß ich auch nicht. Also das hat richtig Bock zum Zuschauen gemacht. Richtig knappe Sache, aber am Ende verdient der Sieg für G2. Und dieser erste verlorene Fight, das war so ein bisschen. Also da, wo Vitality das erste Mal im Gold hinten war, hatte man schon das Gefühl, hier wird es jetzt schwierig. Sie sind echt gut im Game geblieben, nochmal richtig stark zurückgekommen, haben sich 2 Nashs gesichert. Aber dieser Split-Push-Gag offenen Inhibs war dann irgendwann zu viel. Aber wie das G2 auch zu Ende gespielt hat, makrotechnisch, mit der Ryze Camille-Comp in der Gegnerbase. 3 gegen 3 am Nash und gleichzeitig 2 gegen 2 in der Base. Das war wirklich filigran und es war auf Messers Schneide, aber am Ende G2 verdienter Sieger, wenn auch wirklich hauchdünn hier. Das war so close. Also Vitality, dafür, dass sie beim Scaling halt nicht die besten Optionen hatten, haben sie es einfach sehr, sehr stark gespielt. Ja. Von so einer Begegnung, na, könnte ich mir durchaus ein Finale geben.
in diesen... Schönes Best of Five auf jeden Fall. Und hätte, ganz ehrlich, Caps im Midgame nicht mit Ryze so reingesmurft, wäre da 4-0, 5-0 gegangen. Ich glaube, dann hätte Vitality das Game da closen können. Also wäre das jedes andere Team außer G2 gewesen, hätte Vitality diesen Lead nicht mehr abgegeben. Aber richtig starkes Spiel, wirklich. Also von beiden Partien, das kann man schwierig kritisieren. Klar, perfekt war es nicht, es sind keine Games. Aber... richtig schön. Und man sieht, warum diese beiden sich aktuell die ersten beiden Plätze teilen. Also nicht teilen, aber ne, der eine ist Erster, der andere Zweiter, weißt du. Das heißt, die sind hintereinander. Richtig. Die teilen sich nicht wirklich. Ja, aber die sind Erster und Zweiter, weißt du? Hm, das ist richtig. Also, wir teilen uns teilen auch die Tisch, Spitze der Tabelle, rechts. Wenn die Spitze aus zwei Plätzen besteht. Richtig. So, wie immer, Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Jetzt gibt es noch eine Analyse-Ecke. Viel Spaß mit Kalle, Eis und Donuts. Richtig, ja, wir freuen uns natürlich auf diese Analyse-Ecke und ja, tatsächlich G2 und Vitality haben uns ein sehr, sehr spannendes Spiel geboten, jetzt nochmal zum Abend hin und ja, für euch heißt es auch dranbleiben, denn um 23 Uhr geht natürlich hier noch die LCS los, ist NA, muss man durch. Da gibst du solche Games. Ist League of Legends, ne, muss man auch sehen. Gut, jetzt hat man hier Vitality in einer sehr, sehr, sehr starken Verfassung gefunden, aber auch G2 hat sich hier nicht lumpen lassen, es ging ein bisschen hin und her und gerade die letzten Minuten waren natürlich mal super spannend. Ja, also... ich bin hin und weg von dem Game. Das war wirklich stark gespielt von beiden Partien. Die Baron-Situationen waren auf jeden Fall sehr gut gespielt von beiden Seiten. Der erste Baron von Vitality Seite ein bisschen fragwürdig tatsächlich, aber wenn man gegen ein Team wie G2 spielt, dann greift man auch vielleicht auf sehr fragwürdige Optionen zurück, um dann das Game hoffentlich zu beenden. Aber es hat nicht so gut funktioniert. G2 hat sich zurückgekämpft nach einem grauenhaften Early Game, kann man so sagen, auf der Top-Seite. Aber sie haben es geschafft. Auf jeden Fall die Nerven bewahrt und bewiesen, dass sie immer noch das beste Team in Europa sind. Jetzt haben wir am Ende nochmal so eine kleine Backdoor-Variante gesehen, zumindest hat man es versucht, damit der Ryze Ultimate komplett an die Nexus-Türme teleportiert. Das war natürlich ein Move, der sehr, sehr viel Aufsehen erregt hat, weil man irgendwie keine Minions hatte und dann hat es trotzdem irgendwie geklappt. Wieso ist G2 da erfolgreich gewesen? Also, was für mich ganz prägnant war, das haben wir von der Analyse so ein bisschen schön herausgehoben, sie haben halt super starke Split-Push-Potenziale gehabt. Also sie haben halt 1-3-1 sowieso die ganze Zeit theoretisch Optionen gehabt, müssen halt bis aufpassen, dass sie sich nicht engagen lassen. Sagt sich mal relativ leicht, sich ganz einfach umzusetzen. Sprich, wir haben zwei sehr starke Solo-Laner, die halt dann wiederum für den Backdoor gehen und gegen zwei eher nicht ganz so starke Solo-Laner gematcht werden, was natürlich sehr viel Druck in dem Moment auf Vitality ausübt. Die anderen sind währenddessen in so einem kleinen Clinch am Nasher. Ich glaube, da war es auch für G2 egal, ob sie ihn bekommen. Ich denke, das war auch so die Herangehensweise. Die haben sich halt gedacht, okay, wir haben jetzt 2 gegen 2, wir haben halt die zwei stärkeren Champions, also versuchen wir es einfach jetzt so in der Base irgendwie zu backdoren und zu closen. Und dann reicht es halt doch nicht ganz und dann reicht es wieder doch. Ja. Weil es halt einfach, also es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle, es ging die ganze Zeit hin und her. War ein schön anzusehendes Game, muss ich sagen, aber waren auch viele Dinge dabei, wo ich mir dachte, hä? Hätte auch besser sein können. Ja, aber für das Team oder für das Auge des Zuschauers natürlich eine tolle Partie gewesen. Ja, wenn man an beiden Nexus-Turrets dann immer so steht und kurz vorm Finish ist und das dann doch irgendwie nicht funktioniert, das ist natürlich auch aufregend. Trotzdem wird G2 hier am Ende der Drahtzieher beziehungsweise auch der Punktegewinner. Sind sie das deutlich bessere Team oder war es hier wirklich auch finalwürdig, wie es eben im Cast auch gesagt wurde? Also das war auf jeden Fall finalwürdig. Also man hat gesehen, dass Vitality Klasse hat und das haben sie bewiesen in dem Game und es war kein Stomp, keineswegs. Vitality hat sich sehr gut geschlagen und diese Partie war wirklich schön anzusehen. Also es war ein Hin und Her, beide Teams hatten mal die Zügel in der Hand und G2 hat sich zurückgekämpft, heldenhaft. Mhm. Und auf jeden Fall ein würdiges Match of the Day. Kann man nicht anders sagen. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu eingesessen bin. Ich fand, es war nicht unbedingt finalwürdig. Ich finde, es war ein schönes Game. Es war wirklich schön anzusehen, weil viele Action mit dabei waren. Aber deswegen kommentierst du ja auch nicht und analysierst nur. Ja, richtig. Weil ich fand halt, also es hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen. Ne? Möchte ich dir mal herausstellen. Aber ich finde auch einfach, dass G2 halt viel zu sehr übertrieben hat. Also für mich waren halt erstmal Jankos mechanisch, haben da schon ein paar Sachen im Early gestimmt, halt 2 Qs gemisst, die zu 2 Kills hätten führen können. Dann, was halt überhaupt nicht geht, war halt die Sandra die ganze Zeit Mist. Man hat 0 Vision im River und sie forcen halt die ganze Zeit Topside mit Slow Push Lane. Also das sind halt einfach Dinge, die dreimal hintereinander passieren, die dürfen nicht passieren, wenn du eines der besten Teams sein willst. Mhm. Deshalb für mich halt kein finalwürdiges Game. Ja. Ja, ist halt Eis und eine Waffel, müsst ihr euch jetzt nicht verdenken. Du hast aber trotzdem noch ein Replay für uns und das wollen wir uns natürlich gerne mal angucken. Ja, das müssen wir jetzt auch nicht großartig auseinandernehmen. Ich lasse es mal so ein bisschen langsam nebenbei laufen. Das zeigt quasi nochmal diese Nash-Situation, wo man sich zum Schluss aufgesplittet hat. Also 3 gegen 3 und 2 gegen 2 auf der anderen Seite der Map. Im Endeffekt baitet man so ein bisschen mit dem Nasher und probiert dann halt eben in dieser Situation halt auf der... ja, eigentlich schon in der gegnerischen Basis, eben dieses 2 gegen 2 zu forcen. Da bist du mit Ryze und Camille ziemlich gut dran. Allgemein, die Camille hat halt eine Brille draus machen. Hat halt sehr, sehr viel. Könnte man auch machen, Carlo. Warte. Mach doch mal schnell. Ich mach nur für dich, ne? Ich muss jetzt aber saubere Kreise machen. Zack. Ah, weiß ich nicht. Zack. Ah. Hm? Ja, und jetzt doch die Dinger, ne? Die Hänge. Ja, dann machst du Bübel, Was ist das denn?
Das ist Augen. Oh mein Gott. Das ist dein Gesicht. Analysieren, Alter. Das bist du. So, ja, nein, also gut getroffen. Haben sie halt wirklich, wirklich schön geforst. Im Endeffekt ist der Nasher halt dann so ein bisschen Coinflip. Der ist halt besser im zweiten, der geht halt in Vitality, was halt noch so ein bisschen Zeit kauft. Und das, finde ich, zeigt halt auch sehr gut, dass halt eigentlich der Call von G2-Seite aus gut war. Weil wenn du einen Coinflip-Nasher hast und der Nasher halt wirklich an den Gegner geht und trotzdem noch die Oberhand hast, ist es ein Zeichen dafür, dass du halt die richtige Entscheidung getroffen hast. Sie haben halt das 2v2, was sie halt unterhalb gewinnen. Letzten Endes gewinnen sie halt auch das 3 gegen 3, auch wenn der Nasher weggeht. Und das ist halt so ein bisschen der Schlusspfiff an der Stelle. War makrogame-technisch, denke ich, schön gemacht. Also auch allgemein, wenn wir jetzt vom Early weggehen, muss ich sagen, halt, war es auch schön. Ne? Mhm. Dann haben beide Teams sich angestrengt, so die Nash-Calls waren halt auch berechtigterweise auf beiden Seiten. Dann kann ich auf jeden Fall sagen, wenn man so ab 20, 25 Minuten dahin geht, ja, dann war es vielleicht finalwürdig, aber das Early wurmt mich trotzdem. Ja, mein Gott. So. Aber so ein Finale besteht ja auch nicht nur aus einem Spiel, sondern aus mehreren. Von daher hätte man dann im zweiten Spiel vielleicht Dinge, die du kritisierst, besser machen können. Trotzdem wollen wir euch natürlich nochmal durch den Tag so ein bisschen führen und euch nochmal die Ergebnisse sowieso präsentieren und über die Standings der aktuellen Tabelle sprechen, denn da hat sich jetzt einiges getan und das ist natürlich für uns relevant. Und wenn wir auf den zweiten Platz schauen, der auch für ein Halbfinale spricht und auch steht, dann haben wir da gerade drei Teams, Splice, Vitality und Origin, die sich wirklich, wirklich gemacht haben in diesem Split. Und am Anfang haben wir noch unsere Zweifel gehabt. G2 Esports nach wie vor natürlich Erster. Da sind sie jetzt auch nicht mehr von wegzutreiben. Sie bleiben auf dem ersten Platz, egal was passiert. Und somit auch da ein Halbfinalplatz für sie. Weiter unten ist es natürlich noch super spannend. Da haben wir nämlich gerade Fnatic, die sich mit einem Punkt abheben vor Schalke tatsächlich. Und nee, stimmt ja gar nicht. Doch, stimmt wohl, weil die hatten vorher schon einen Punkt mehr. Und darunter sehen wir dann noch SK Gaming mit den Misfits und die wollen natürlich bei Schalke auch nochmal ran und das ist natürlich, also das ist eine super close Geschichte. Origin tritt nochmal gegen Schalke nächste Woche an und das ist natürlich für Schalke der Weckruf, wenn sie da nicht gewinnen, also Schalke, dann war es das womöglich für sie, aber aktuell sind sie noch auf Platz Nummer 6. Und ja, wir wollen nochmal die heutigen Spiele so ein bisschen Revue passieren lassen und natürlich auch nochmal die Chance für die letzte Woche, und das ist die kommende, einmal so ein bisschen herausstellen. Und am Anfang hat Schalke sich endlich nach einer langen Pleiteserie mal wieder durchgesetzt. 6 Niederlagen in Folge gegen die Misfits, die das auch schon geschafft haben in diesem Split. Und die Misfits sahen nicht ganz so gut aus. Ja, das ist richtig. Also gestern haben wir gesehen, beide Teams hatten sehr viele Probleme in ihren Partien und heute musste eines dieser beiden Teams gewinnen. Schalke hat es dann am Ende geholt, aber die Partie war alles andere als clean. Es war so Not gegen Elend, Eis hat es vorher schon gesagt vor der Partie. Es war nicht das beste Game League of Legends, was wir je gesehen haben, aber Schalke, hoffentlich können sie damit was machen. Wäre schön, noch ein deutsches Team in den Top 6 zu sehen bei den Playoffs und Daumen drücken ist gesagt. Ja, wir haben dann natürlich auch noch diese Baron-Situation mit dem Cannon gesehen, wo Misfits diesen Baron geforst hat. Und da gab es einen Quadra-Kill, Upset hat da den Penta-Kill noch verhindert, aber den hat er sich ja gestern selber noch geholt, aber da hat es nicht für den Sieg gereicht. Das zweite Spiel war Splice gegen SK Gaming und du hast gerade angesprochen, SK Gaming hat es heute leider nicht geschafft, aber Splice tritt auch immer stärker auf, habe ich das Gefühl, und könnte natürlich auch ja so ein kleiner Überraschungsfinalist werden, vielleicht in den Playoffs. Ja, also wenn sie sich weiter so machen, die Drafts bei Splice waren konstant sehr gut und der Draft ist sehr wichtig fürs Spiel. Wenn sie da noch weiter aufbauen können, können sie vielleicht kleine Defizite, die sie im Game vielleicht haben, die auf jeden Fall ausgleichen, aber sie machen sich gut im Game, sie machen sich gut im Draft und ich könnte sie schon sehen in den Finals. Für dich ein Kandidat vielleicht auch für den zweiten Platz noch? Also Splice gibt auf jeden Fall auch nicht Gas. Ich glaube, für den zweiten Platz haben sie jetzt ein bisschen spät angefangen, halt wirklich durchzuziehen. Dafür mussten sie jetzt halt sehr viel auch in ihre Karten reinspielen. Also wäre wieder beim Thema, okay, die Gegner müssen halt genau dann verlieren, wenn sie es halt brauchen. Sie sind halt nicht nur von sich selber abhängig, was halt immer nicht ganz so schön ist. Aber trotzdem schön zu sehen. Und ich meine, in den Playoffs, alleine da reinzukommen, haben sie immer noch die Möglichkeit, sich ins Finale zu spielen. Mhm. Warum nicht? Vielleicht sehen wir halt eine übelst krasse Überraschung. So eine kleine Cinderella-Story. Sieht man ja immer wieder mal. Ne? Mhm. Aber so richtig dran glauben tue ich halt noch nicht. Ja, die Cinderella-Story wäre aktuell vielleicht aber auch für die Misfits die einzige, die jetzt vielleicht in Frage käme. Aber mal schauen, wie es da noch weitergeht. Nächste Woche also die finale Woche der LEC und dann kommen die Playoffs. Die besten 6 Teams kommen by the way in die Playoffs. Für die Leute, die es gar nicht wissen, wir reden die ganze Zeit Playoffs. Also 6 Teams werden sich dann nochmal quasi ein kleines Mini-Turnier gegeneinander bashen und das daraus resultierende Siegerteam ist dann der LEC Spring Split
Gewinner. So, und das dritte Match, was wir heute gesehen haben, war Fnatic gegen Excel. Ich weiß nicht, wie viel wir dazu noch sagen müssen. Fnatic auf einem super Lauf momentan. Vielleicht noch die Frage an dich, Eis. Wie weit kommt Fnatic jetzt noch, gerade in Bezug auf die Playoffs, weil sie ja jetzt mit dem 6. Sieg in Folge tatsächlich einen super Lauf haben? Also ich muss sagen, bei Fnatic habe ich halt sogar im Gefühl, dass sie halt eher als Splicer auch in der Lage sind, das Finale sogar zu erreichen. Also wenn sie jetzt weiter so kontinuierlich halt auch ihre Fortschritte machen, dann okay, heute Vipo wieder mit einer etwas schwächelnden Leistung. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Gestern dafür umso besser, muss man dazu sagen. Vielleicht kann man da noch ein bisschen mehr Konstanz reinbringen, aber ja, Fnatic ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, dann haben wir natürlich noch gesehen Origin mit dem Pflichtsieg gegen Rogue. Rogue letzter Platz in der Tabelle, da muss man auch nicht ganz so viel zu sagen. Origin hebt sich natürlich dann auf eine Linie mit Vitality und eben Splice. Origin vielleicht auch nochmal ein Kandidat, oben mitzumischen. Man hat am Anfang des Splits gedacht, ja, weiß man noch nicht so genau, wo es hingeht. Du hast Miffy ganz doll kritisiert und jetzt hat man sich natürlich so ein bisschen gemacht. Origin, wo landen sie am Ende? Also ich denke, dass sie das Potenzial haben, oben dabei zu sein. Sie haben sehr talentierte Spieler und sie haben auch weiter an sich gearbeitet und auch, wie Splice, finde ich, sehr gute Drafts bekommen, in den letzten Tagen vor allem. Ich denke aber, dass sie noch nicht wirklich rund genug sind, wenn man das so sagen kann, um wirklich ganz oben mitzuspielen. Für mich ein Team, was auf jeden Fall einen Platz in der Top 4 hat, wenn sie sich weiter so machen wie jetzt. Aber um wirklich auf diese Stufe Top 2 zu kommen, dann müssen sie nochmal was draufsetzen. Was müssen sie draufsetzen? Naja, wie gesagt, das sind halt so kleine Sachen. Ne? Nuke Duck zum Beispiel ist ja jetzt wieder dabei, sich gut zu steigern. Dann hat er halt wieder Anfang des Splits so ein paar Games gehabt, wo er nicht ganz so krass mit dabei war. Botline läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Und im Endeffekt wird sich halt, glaube ich, bei den individuellen Leistungen festmachen, ob sie halt bei den anderen mithalten können. Weil das ist ja zum Beispiel auch das, was viele Teams halt, wenn wir G2 als Beispiel nehmen, einfach von denen trennt. Ja, und G2, wie gesagt, eben gewonnen gegen Vitality, war ein sehr, sehr knappes und sehr, sehr spannendes Spiel. Vitality muss jetzt also noch um den zweiten Platz bangen. Das und vieles mehr werden wir dann in der nächsten Woche ab Freitag natürlich wieder hier über live übertragen. Ansonsten geht es jetzt gleich heute Abend nochmal in die LCS nach Nordamerika. Und da wollen wir euch ganz kurz nochmal die Standings zeigen, damit ihr vielleicht auch einen kleinen Überblick bekommt, wie es denn dort jetzt gerade aussieht. Da haben wir nämlich Team Liquid auf dem ersten Platz und ich, so wenn ich das gehört habe, treten sie heute sogar gegen Cloud9 an. Das soll auf jeden Fall ähnlich wie in Europa eine tatsächlich starke Partie werden. Liquid ist schon safe in den Playoffs, ansonsten TSM, CLG, ist auch mal wieder schön, die weiter oben zu sehen. Das hat ja auch lange gedauert, meine Herren. Und dann haben wir bei CLG natürlich den guten Tristan. Ne? Power of Evil ist natürlich mit dabei. Ja, und Broken Blade bei TSM, ne? Ja, aber ich mag Tristan und ich kenne den auch. Deswegen sage ich das. Okay. So, dann haben wir natürlich Likewise und die Golden Guardians, genauso wie Optic Gaming, die sind noch auf gleicher Position. Also ähnlich wie in Europa, da noch viel Luft nach oben und da kann noch einiges passieren. Und das Schlusslicht bilden Echo Fox, Clutch Gaming und 100 Thieves. Schwierig. Ja, Spielwoche 7 übrigens bei denen, also die sind eine Woche hinterher. Das bedeutet aber auch, dass nach dem letzten Spieltag in Europa wir hier in Europa eine Woche Pause machen, bevor es dann mit den Playoffs weitergeht, damit man wieder gleich auf ist. Ihr wisst, wie es läuft. Ansonsten, Don Arz, ich danke dir natürlich fürs Dabeisein. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja, ich finde, du hast einen guten Beitrag geleistet. Eis, auch dir. Es hat mir mit dir, weil es macht immer so viel Spaß mit dir, ehrlich. Es ist so schön. League of Legends, Kalle. Ja. Cringe. Ja, und ansonsten hatten wir heute natürlich am Kommentar für euch Bahamut Bart und Sola auch tolle Typen, ne? Richtig. Und ansonsten hatten wir auch eine tolle Regie und Ton und Bildmischung, ne? Ist immer nice, macht immer Spaß. Und wir hatten euch, ihr guckt zu, das ist schön, wir freuen uns und dranbleiben, LCS ist heute Nacht am Start, ja? Bleibt einfach mal zu Hause, macht den Fernseher an oder das Handy oder das Tablet und ich sag gute Nacht, haut rein, mein Name ist Kalle, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.